Und zunächst sehe ich da nur epischen Stoffe. Das ist ja nicht so, dass da was zerbricht oder zersprengt wird. Da zerbröselt was, ne? Ja. Zunächst. Ja. Und es ist auch noch gar nicht zu übersehen. Was war vorher eine Ruine und jetzt war jetzt vorher eine Ruine. Ist jetzt eine Ruine. Jetzt sieht man es ein bisschen besser. Man sieht sie deutlicher, aber es ist überhaupt nicht abzusehen, wo es hinführt. Ne? Du hast vorhin mal den Satz von Brecht gesagt, das Erdöl sträubt sich gegen die fünf Akte. Wie meint er das? Das ist ein Problem. Ja, weil, also er fühlt sich herausgefordert. Du kannst ja dramatisch nur etwas anfangen mit einem Vorgang, der an Subjekten, an Individuen ablesbar ist, an Biografien. Hm? Yeah. Und die sind immer schwerer zu entdecken, weil das sind so massenhafte Vorgänge. Hm? Yeah. Und, also 7 Millionen Rentner. Es hat sicher auch was zu tun mit, der Veränderung der Wahrnehmung, der Optik. Weil das Fernsehen entindividualisiert ja alles. Das Fernsehen bügelt Biografien weg, ne? Und vernichtet Biografie eigentlich, und vernichtet das Subjektive. Ne? Und macht aus allem aus allen Vorgängen eigentlich serielle Vorgänge. Ne? Und da begegnen sich so zwei Energien, die an der gleichen Auslöschung arbeiten. Ne? Ich beobachte es auch bei mir, also auch durchaus selbstkritisch, dass mein Interesse an Biografien, an Einzelschicksalen ziemlich rudimentär ist oder schwindet. Hm? Also dann, dass mich nur noch Strukturen interessieren oder Verknüpfungen von Ereignissen. Hm? Ich fand immer ein Beispiel für das, was jetzt passiert, was aber noch nicht lesbar ist. Den Trojanischen Krieg. Du erinnerst dich, also die Griechen zerstören Troja. Aeneas kommt über Afrika nach Italien, gründet Rom und Rom löst Griechenland ab. Also dieser Umweg der Geschichte. Hm? Yeah. Und das ist was sehr ähnliches, was da passiert ist. Mit der Sowjetunion, glaube ich. Yeah. Wenn du ausgehst mal von dieser Toynbee-These, die gar nicht so dumm ist, dass die einzige Möglichkeit, Russland in den, Russland zu industrialisieren, in den kapitalistischen Prozess hineinzutreiben, war eine westliche Ideologie. Ne? Und das war die Funktion der leninistischen Variante des Marxismus. Ne? Russland in den Kapitalismus zu treiben. Hm? Und dann hat es da irgendwelche Verzögerungen und Verwerfungen und Verschiebungen gegeben. Hm? Du arbeitest ja eigentlich nie mit dokumentarischem Material, nee, das du aufsammelst. Nein, kann ich nicht. Irgendwie fließt das schon ein, aber ich kann es nie direkt verwenden. Yeah. Direkt verwenden. Yeah, yeah. Weil im Grunde geht es immer um die Herstellung von Metaphern. Hm? Yeah. Und da ist das nur ein Material, was in der Metaphernschleuder als Staubkorn. Yeah. Also Metaphernschleuder ist dein Hirn. Und jetzt machst du etwas ganz anderes. Das heißt, Verkommenes Ufer. Was ist das? Es hat ein Bandwurmtitel. Verkommenes Ufer, Medea-Material, Landschaft mit Argonauten. Also es sind drei Szenen. Und es ist eigentlich eine Variante der Medea-Geschichte. Wie variierst du das? Also Jason kommt ins Schwarze Meer und landet in Kolchis auf der Suche nach dem goldenen Vlies. Naja, es war eigentlich für mich immer so die erste Formulierung, das erste Epos einer Kolonisierung, einer aggressiver Handel. Ja. Seefahrt und er klaut ja, er unterwirft nicht Kolchis, aber er nimmt das Wertvollste weg. Ja, und die Medea ist eigentlich eine Kollaborateurin, also sie hilft ihm ja, das zu dem Raub
Okay. Und sie tötet ihren Bruder und so weiter. Also es ist eine, doch eine sehr politische Geschichte, glaube ich. Aber der Stoff ist sehr frei behandelt da und es ist, man sollte darüber nicht reden. Aber nochmal zurück auf den Zerfall von Russland. Ja? Herr Gorbatschow hat ja gesagt, also hier wird ein Staat gestohlen. Ja? Also der Marx sagt ja, Staat ist Diebstahl. Ja? Das heißt, er stellt sich den Staat so vor, dass die Gutsbesitzer ins Parlament sich setzen, ein Gesetz machen, dass die Förster ihnen zuarbeiten und daraufhin dürfen die Menschen nicht mehr aus dem Wald Holz holen. Ja? Und auf diese Weise werden langsam Klassenverhältnisse geschaffen. So stellt er sich das also etwa so idealtypisch vor. Darüber hat er ja seine Dissertation geschrieben. Jetzt entsteht aber der umgekehrte Akt, ja, dass der Staat nicht abstirbt, sondern gewissermaßen veruntreut wird. Nicht der veruntreute Staat. Ja, was mir fehlt, ich glaube, dass der Gorbatschow da doch etwas in Kategorien denkt und befangen ist, die Sache nicht präzise beschreiben. Weil was ja auch da, ein Staat kein Haus ist und Europa da, kein Haus ist passiert, mit mehreren Wohnungen ist, und so weiter. Das war von Anfang an eine gewaltsame Konstruktion. Und diese ganze Regionalisierung, die jetzt da stattfindet, der Zerfall in Regionen, in regionale Interessen, ist ja nur die Folge der Unterdrückung von regionalen Bedürfnissen. Also gerade in der Stalinzeit, aber Lenin hat das auch schon gemacht. Es gibt so einen bulgarischen Witz, den ich ganz gut finde, weil der was mit dem Staatsbegriff zu tun hat. Aus dem Tagebuch eines bulgarischen Partisanen: Montag, wir vertreiben die Faschisten aus dem Wald. Dienstag, die Faschisten vertreiben uns aus dem Wald. Mittwoch, wir vertreiben die Faschisten wieder aus dem Wald. Donnerstag, die Faschisten vertreiben uns wieder aus dem Wald. Freitag, der Förster vertreibt uns und die Faschisten aus dem Wald. Das ist da passiert. Das Ergebnis war der Förster, die Sowjetunion. Und jetzt läuft der Prozess rückwärts. Das ist völlig unvermeidlich. Trotzdem habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass hier sehr viel Mitnahmeeffekte entstehen. Also das heißt, sehr viele, die machen das regionale Bedürfnis nach Autonomie zum Vehikel, um jetzt sozusagen selber einen Staat zu gründen. Sozusagen eine kleinere Räuberbande, die handlicher zu handhaben ist, in der man noch richtige, süffige Gesetze machen kann, um sich etwas anzueignen, um bei der Umverteilung etwas zu veruntreuen. Zumal dieser bulgarisch-türkische Konflikt, das war ganz klassisch, glaube ich. Da ging es um die Namen. Also die türkische Minderheit, die sollten bulgarische Namen annehmen, ihre türkischen Namen ablegen. Und das ist dann ein Griff nach den Toten. Und die Toten sind der empfindliche Punkt. Und ich glaube, das ist überall da passiert in diesen Regionen in der Sowjetunion auch. Dass der Staat nach den Toten gegriffen hat. Das fängt in der Antigone an, dieser Konflikt. Und das geht dann bis Bitburg eigentlich. Wo man jetzt von dem überlegenen Standpunkt des Aeschylus gegenüber Sophokles, war das die Aufregung darüber völlig unqualifiziert. So in Georgien, da gab es schon vor 20, 30 Jahren nicht nur eine Mafia, wirkliche Banden, die den ganze Industriekomplexe gehörten. Oder die das ganze Transportwesen in einer Region kontrollierten. Das gab es schon. Jetzt auch ohne Steuermittel eine ganze Nationalgarde ein Jahr lang in Gang halten können. Also irgendwer bezahlt das. Das ist übrigens Kolchis, nicht wahr? Das ist die Gegend, das ist Kolchis, das sind die Nachfahren von Medeas Eltern. Es findet ja hier nicht ein Raub statt, so wie das Dritte Reich sich meinetwegen Gouvernements da im Osten aneignet. Das ist ja offenbar nicht der Fall. Es ist ganz schwer, weil was du beschreibst jetzt, also es hat ja auch damit zu tun, dass der Begriff Volkseigentum, statt Privateigentum,
das ist ja leider eine Abstraktion geblieben. Hm? Ja. Ich erinnere mich, ich habe mal in einem sehr frühen Stück, das war in 50er Jahren, nicht so eine Episode, nicht beschrieben, sondern erfunden eigentlich, wo deutsche Soldaten einen Kolchosbauern über ein Maisfeld jagen. Ich weiß nicht, ob du das dich erinnerst. Und sie kriegen ihn natürlich relativ schnell, weil der immer um den Mais herumläuft und sie laufen drüber. Deswegen haben sie einen Geschwindigkeitsvorteil und kriegen ihn schnell. Und sie sind betrunken und der Leutnant hat gute Laune und sagt, wir erlauben dir, dass du dein Grab auf deinem eigenen Feld schippst. Also wo ist dein Feld? Hm? Weil das Ganze ist riesig. Maisfeld groß wie Sachsen und so. Und der Bauer sagt stur, hier alles mein Feld. Hm? Und die sagen, nee, wo ist dein persönliches Feld? Und da darfst du dein Grab graben. Und so. Und es ist nicht zu machen. Er sagt immer nur, hier alles mein Feld. Hm? Und es war vielleicht keine Abstraktion irgendwann. Aber jetzt ist es eine geworden und es ist spurlos verschwunden. Hm? Und das ist das Merkwürdige. Ne? Das Alte einfach ganz selbstverständlich wieder da ist. Ne? Das alte Verhältnis auch zum Eigentum. Und das gab es eigentlich nur im Lied. Ne? Was aber von vielen gesungen wurde eine Zeit lang. Die haben es dann auch geglaubt. Ne? Aber das ist für mich ein Phänomen, was ganz schwer zu beschreiben ist. Was ich gern beschreiben möchte, das spurlose Verschwinden einer solchen Utopie. Hm? Das Interessante daran ist für mich, dass mich interessiert zunehmend das, was verschwindet und das, was verschwunden ist. Und bin ich schon sehr misstrauisch gegen mich auch, weil das ist natürlich durchaus ein religiöser Impuls, ein religiöses Bedürfnis. Hm? Aber ich glaube schon, dass man da sehr vorsichtig sein muss mit der Verwerfung oder mit dem Negieren von religiösen Bedürfnissen. Weil ich glaube, es wird keine Politik ohne Theologie auskommen in Zukunft. Und du meinst ja mit Theologie aber auch, dass man die Dinge, also die Toten ernst nimmt. Ja, ja. Ja? Sie haben die Mehrheit. Ja, ja. Sie sollten die Mehrheit haben. Ja. Ich habe es immer noch nicht rausgefunden, ich kann es dir immer noch nicht belegen, aber nein, du behauptest irgendwo ja inzwischen, gelesen, dass die Lebenden mehr sind mehr. Und den Toten, und das ist eine ganz gefährliche Situation. Toten das Grab wegnehmen sozusagen. Ja, 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 ja. Ja. Aber es ist ja wahr, dass wenn du die Schwarzwehrflotte nimmst, dann kannst du die Matrosen des Panzerkreuzers Potjomkin sind gestorben. Mhm. Ja? Sie sind aber schon die dritte Generation nach Begründung der Schwarzmeerflotte oder nachdem sie zum ersten Mal in der Hafeneinfahrt von Sewastopol versenkt wird, um die Alliierten 1855 abzuhalten, nach Sewastopol einzudringen, ist sie versenkt worden. Mhm. Und jetzt kommt in Panzerkreuzer Potjomkin ein Aufstand und ein Film, der ein zähes Leben hat und erst unter die deutsche Zensur beschäftigt, also ein wichtiger Film, und der beschreibt ein Stück Schwarzmeerflotte. Und dann kommt eine Generation, die damit nichts zu tun hat, das sind Enkel von denen, die auf Potjomkin gedient haben können, und die kämpfen nun wirklich unter recht aussichtslosen Umständen in diesem etwas engen Bassin des Schwarzen Meeres gegen deutsche U-Boote, italienische Schiffe und alles sowas, und sind aber irgendwie falsch ausgerüstet. Ja, und jetzt sind sie plötzlich richtig ausgerüstet und können sogar Manöver mit den Amerikanern im Mittelmeer exerzieren und sich die Achtung fremder Admirale verdienen. Was sie jetzt im Moment machen, sie laufen wie eine Braut da umher, die gekauft werden soll. Ja? Und eigentlich geht es sozusagen darum, kann man so mal 6 Kreuzer, 20 U-Boote, wenn sie doch mit erstklassigen Besatzungen versehen sind und wirklich auf der Höhe der Zeit sind, vielleicht sogar zukünftig sind, nicht nach langer Entwicklung. Und das ist jetzt sozusagen biografisch mit nichts mehr, mit den Gründern nicht mehr verbunden. Ist das das, was du mit einer Struktur bezeichnest? Ich denke schon, ja. Das ist eine ganz gute Beschreibung. Und das ist auch gleichzeitig Volkseigentum. Ein bisschen Arbeitskraft der Ukraine steckt da drin, ein bisschen von Russland. Und jetzt müssen diese Brüder das aufteilen. Andererseits ist in dem Vorhang ja auch
Das ist jetzt eigentlich ein dummer Witz, aber keine Metapher, aber wenn zwei Hunde kämpfen und der eine legt sich auf den Rücken, dann kann der andere nicht mehr beißen. Und sowas, so ein Aspekt hat das ja auch, der ganze Vorgang. Aber zwischen Republiken gilt das Gesetz Nein, nicht? Nein, überhaupt nicht. Ich meine jetzt im globalen. Ja. Der Osten hat sich auf den Rücken gelegt. Ja. Und jetzt kann der Westen nicht mehr beißen. Ja, aber und, woraus nimmst du, dass das irgendwie eine Verhaltensweise von Ländern ist? Von dem Westen, den es da gar nicht gibt? Ja, ich glaube schon, dass es eine Verhaltensweise ist. Das könnten oder, doch Teile, also zum Beispiel, so, also das Bankgewerbe könnte beißen, das Militär beißt nicht, ja, ja. Aber der schwarze Markt beißt, ja, die sizilianische auf jeden Mafia. Auf jeden Fall ist das ja so diffus, dieser Vorgang, also dieser Untergang im Osten ist so diffus und auch so wenig zu überblicken, ja, als einheitlicher Vorgang. Das glaube ich doch der Prolog zu einer Katastrophe auch dieser monetären Wirtschaft ist. Ich glaube, das ist nicht in den Griff zu kriegen. Ja. Hoffe ich jedenfalls als böser Mensch. Das heißt, die Rückwirkung jetzt auf Bankhäuser, die die russischen Kredite nicht zurückkriegen, ist das das, was du damit meinst? Das ja, ist ein Aspekt davon, ja. Der Moment ist nicht dramatisch. Dramatisch sind die Strukturen oder die, ja, und die Momente, das Verhältnis die einander ablösen, von Momenten zueinander. Die gleichzeitig da sind. Ja. Also wenn der Putsch da ist und der allmächtige Kommunikator von 1986, der eigentlich alles... Wenn der Präsident redete, oder der Generalsekretär wurde doch zugehört, standen doch alle Mittel zur Verfügung. Und jetzt sitzt er vor seinem Heimvideogerät und sieht eigentlich so wie von Terroristen fotografiert aus. Ja? Und sein Schwiegersohn ist die einzige Quelle. Und ein Ruderboot soll den Kassiber nach Griechenland bringen und von dort an die Weltöffentlichkeit. Und dann läuft es ja wieder. Ja? Mich hat interessiert eine Geschichte, die ich am Kriegsende gehört habe. Vielleicht haben wir schon darüber mal gesprochen. Titel wäre Der Gastarbeiter. So drei Frauen, Großmutter, Mutter, Tochter, alle drei Witwen, Offiziersfamilie, also so Adlige in Mecklenburg, sitzen da in ihrem Schloss, so 20 Zimmer oder so, und warten auf die Russen, also auf das Ende. Und kommt so flüchtende SS vorbei, Soldaten in zivilen Unterhosen und so. Da kommt ein kroatischer SS-Leutnant und fragt nach einem Zivilanzug. Und sie sagt, kann er haben, kann sich was aussuchen. Nur er muss sie töten, weil sie haben nichts, womit sie sich umbringen können und sie wollen sterben. Der hat aber seine Waffen auch schon weggeworfen und sucht nun irgendwo, findet in einem Schuppen eine Axt und die verteilen sich auf ihre 20 Zimmer und er schlägt sie einzeln, dann zieht er den Anzug an, den er sich rausgesucht hat und geht in Richtung Westen weiter. Eine Geschichte von Makaveev, die er immer drehen wollte, nie drehen durfte in Jugoslawien. Ein Kroate, Gastarbeiter, kommt aus der Bundesrepublik nach einem Jahr oder anderthalb Jahren Arbeit. Ein Bauer, seine Familie zu besuchen, kommt im Opel Kadett oder Kapitän und Konfektionsanzug aus der Bundesrepublik, hält unten, kommt nachts an, hält unten an dem Hügel, wo das Haus steht, die Frau ist mit den zwei Kindern, zieht seinen Anzug aus, holt aus dem Kofferraum seine Bauernkleidung, zieht die an, verstaut seinen Anzug im Kofferraum, geht hoch ins Haus, schläft mit seiner Frau, küsst die Kinder und morgen steht er auf, frühstückt mit der Familie, dann bringt er die Frau um, dann die Kinder, geht runter, zieht seine Bauernkleidung wieder aus, zieht seinen westdeutschen Anzug wieder an und fährt zurück in die Bundesrepublik. Also diese zwei Geschichten erzählen was übereinander. Sowas meine ich. Wo holst du eigentlich den motorischen Impuls, ja, der zum Dramatischen gehört? Ja? Wie verschaffst du dir den?
ich weiß nicht, ich glaube, die Voraussetzung ist, dass man also psychoanalytisch beschrieben, eine ausgeglichene Persönlichkeit wird kein Bedürfnis haben, Stücke zu schreiben. Ne? Nur eine nicht gut ausbalancierte. Das Hysterie, ne? Ja? Genau, ja. Und ich brauche die Spannung. Die Spannung. Und, ja. Und wie machst du dich so nervös? Wie hältst du dich so nervös? Man hält es ja nicht beliebig durch. Ja. Man dämpft es ja dann ab 17 Uhr mit ein bisschen Alkohol. Ja, ja, so viel Alkohol gibt es gar nicht. Ja. So viel kann ich gar nicht trinken, das dämpfen zu können. Das ist aber eine notwendige Selbsthysterisierung, richtig? Sicher, ja, ja, ja. Wobei ich nicht weiß, was jetzt passieren wird, wenn ich wieder schreibe. Das ist, wirklich eine ganz neue Situation. Es ist schon ein Einschnitt. Okay. Und ich weiß gar nicht, ob mich so sehr interessiert, was kommt. Ja. Noch. Vielleicht interessiert mich mehr das, was war und was nicht war.